Und ich erinnere hier an das Gesetz zur Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern der AfD-Fraktion von vor 2 Jahren. Haben wir das eingereicht, was die Kommunen und auch manches Sozialgericht sofort flächendeckend entlastet hätte. Da die Unterbringungspflicht für alle Gemeinden flächendeckend entfallen wäre, da die Landkreise für anerkannte Flüchtlinge und das Land für die restlichen Asylbewerber zuständig wären.